Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal hier von Fairyfuchs Mini-Würstchen probieren. Ich habe das Ganze von Edeka und ja, es ist auch wieder ein Abonnentenwunsch. Hat sich ein Abonnent gewünscht. Ja, was gibt's denn noch? Ja, als allererstes haben wir hier die Zutatenliste. Dazu könnt ihr euch ja das Video denn gerne mal anhalten. Und wir haben hier ja die Nährwerttabelle. Da ist hier dieser Aufkleber noch mit dran. So, hier ist die Nährwerttabelle. Ich hoffe auch, ihr könnt es erkennen. Müsst ihr das Video zu anhalten. Ja, für groß und klein Mini-Würstchen. Jetzt wollen wir diese Mini-Würstchen mal aufmachen. Sind also zwei Stück drin. So werden sie aufgemacht. Zack. Moment. Ja, ist in so einer Gelatine mit drin. So sehen sie von innen aus, genauso wie von außen. Und jetzt wollen wir sie mal probieren. Ja. Wie schmecken so? Also ich würde sagen, sie schmecken wie so eine, ja, fast so ähnlich wie so eine Billigkochwurst, diese dicken, die man kaufen kann. Sie sind vom Geschmack her, sind sie nicht unbedingt der Hit, würde ich jetzt sagen. So, sie haben natürlich auch logischerweise jede Menge Fett und ich möchte nicht wissen, was da so alles drin ist. Das ist also, ja, ich würde sagen, es ist besser, wenn man nicht immer weiß, was auch hundertprozentig da drin steckt. Vom Geschmack her kriegen sie ein geht so. Also das ist nicht unbedingt so meine Geschmacksrichtung. Man schmeckt dieses pure Fett. Diese fettige Wurst, das schmeckt man. Und ja, vom Geschmack her, sie sind nicht sehr gewürzintensiv, logisch, weil es ja an kleine Kinder gerichtet. Da sollte das nicht so scharf oder mit so viel Gewürzen sein. Aber trotzdem für mich absolut, ja, nicht empfehlenswert. Für kleine Kinder mag es gehen, aber
als Hauptbestandteilsnahrung würde ich das nicht unbedingt nehmen, diese Würstchen. Mal so, ja, vielleicht, aber nicht ständig. Okay, das war jetzt dieses kleine Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr könnt das Video gerne teilen. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da lassen oder wer will auch einen Daumen nach unten. Und ihr könnt auch diesen Kanal, ja, und ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten, ja, sage ich erstmal, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.